Und wenn ihr denkt, es geht um ein Star Wars oder Darth Vader Video, dann seid ihr hier falsch. Heute geht es um einen Bastelsmoker und Bastelgrilltonne. Und die möchte ich euch heute zeigen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Und hier nochmal der Vergleich in der Übersicht. Hier ist der Bastelsmoker mit der Größe von 0,9 Meter mal 1,4 Meter und 2,30 Meter. Gewicht 330 Kilo. Materialstärke 4 mm, 8 mm, 10 mm. Und der Preis nur fürs Material beträgt so hier 1500 Euro. Wert nachher ist der Grill oder wird geschätzt so bei 4000 Euro. Also das ist schon ein dickes Ding. Und hier auf der anderen Seite die Bastelgrilltonne, von mir selbst gebaut, 0,8 Meter im Durchmesser. Und wir haben eine Höhe von 0,3 Meter, ein Gewicht von 20 Kilo, 0,8, 3 mm und 5 mm Blechmaterialstärke. Und der Preis 208 Euro. Leute, ich zeige euch heute, wie ich meine Grilltonne zusammenbaue. Hier unten drunter ist die Waschmaschinentrommel. Die ist aus Edelstahl. Die habe ich einmal aufgeflext oben, damit das größer ist, damit ich besser einlegen kann. Hier in der Grilltonne habe ich Regalträger drin. Da kann ich die Waschmaschinentrommel kann ich dann in der Höhe verstellen. An den Seiten habe ich zwei Griffe. So, ich lege die Waschmaschine rein, in die Regalabstandshalter, drei Stück, damit die Platte besser aufliegt und auch das Abstand zwischen der Tonne und der Grillplatte ist. So, hier ist die Grillplatte, 5 mm dick. In der Mitte habe ich noch ein Blech drin liegen, aus Edelstahl. Da kriege ich noch ein Grillmuster rein. Hier in der Mitte kann man jetzt das Holz reinlegen und Kohle. Dann zündet man an, kriegt die Grillansätze oben rein und dann ist man fertig.
So, kommen wir zum Fazit. Also nach meiner Meinung her ist die Grilltonne echt nicht schlecht. Man kann die schnell zusammenbauen, braucht nicht viel Werkzeug. Bei dem Smoker muss man viel Zeit und viel Geld investieren. Ist natürlich das coole Teil. Und leider kann man das so nicht miteinander vergleichen. Das ist immer auch eine Geldfrage und eine Zeitfrage. Und deswegen sage ich, es ist unentschieden für beide. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Video alles Gute und bis bald, euer André.